Aha. Hey Supertruck, hilfst du auf der Baustelle aus? Aha. Sieht aus, als gäbe es ein Problem in Car City. Das schaust du dir besser an. Sieht aus, als hätten die Kinder mit Chad Volleyball gespielt. Oh, Chad, du bist so ein Traummann. Sieht aus, als wollte er den Ball holen. Er hat Höhenangst. Er kommt nicht mehr runter. Stimmt, du solltest ihn retten gehen. Hey Kinder, Supertruck ist hier, um zu helfen. Ach ja, Chad hängt auf dem Felsen fest. Keine Sorge, Supertruck bekommt den ruckzuck darunter. Chad, Supertruck ist hier, um dir zu helfen. Chad, du kommst da nicht runter. Keine Zeit für falschen Stolz. Eine Verwandlung? Großartig! Du wirst springen müssen. Kinder, Chad ist ein bisschen nervös. Könnt ihr ihn ein bisschen anfeuern? Wow, Chad ist zurück, alle zusammen. Ihr habt etwas vergessen? Na klar, der Ball. Das funktioniert nicht. Der Greifarm, das ist eine klasse Idee. Du hast es. Das ist kein Ball. Oh, du hast etwas. Oh, ich liebe Lego. Aha. Gut gemacht, Kleiner. Habt ein tolles Spiel, Leute. Hi, Carl. Hi, Carrie. Unheimlicher Tag heute. Fröhliches Halloween. Ihr seid wohl bereit für die Halloween-Party. Ich wette, du hättest gerne einen dieser leckeren Cupcakes, nicht wahr, Carl? Du hast da ein paar Krümel. Andere Seite. Genau. Jemand braucht deine Hilfe, Carl. Du fährst lieber gleich nach Hause. Das ist Ben. Er hat sich für Halloween verkleidet. Was machen Sie auf der Baustelle? Ah, er hat den Kindern Geistergeschichten erzählt. Was war das?
Der Aufzug bewegt sich von ganz allein. Sie können den Aufzug nicht nehmen und die Rampe ist blockiert. Kannst du helfen, Carl? Sie sind da oben. Haltet durch, Leute. Supertruck kommt euch zur Hilfe. Du hörst immer noch Geräusche, Ben? Das ist kein Donner. Ben und die Kinder müssen so schnell wie möglich von der Plattform runter, Supertruck. Hast du eine Idee, wie du sie da runterbringst? Ein super Autotransporter? Fantastisch! Etwas oder jemand kommt mit dem Aufzug nach oben. Yikes, der Aufzug hat fast dieses Stockwerk erreicht. Beeilt euch, Kinder, springt drauf! Schon okay, Kinder. Ihr fahrt mit Supertruck. Ben wird versuchen, dieses sehr gruselige Geheimnis zu lüften. Ben, schau hinter dich! Yikes, es ist ein echter Vampir! Supertransporter-Truck, unternimm etwas! Ja! Der ST-3000-Fallschirm? Gute Idee! Schnell, Ben! Spring! Es ist gar kein Vampir. Es ist Jerry in einem Halloween-Kostüm. Danke für deine Hilfe heute, Supertruck. Das war das gruseligste Halloween aller Zeiten. Nehmt euch ein paar Cupcakes und Saft, Kinder. Das war genug Aufregung für einen Tag. Meint ihr nicht? Buh! Fröhliches Halloween! Hey Leute, was macht ihr so? Ah, verstehe. Das Trampolin war für die Kinder. Aber ihr wisst nicht, wo sie sind? Das Hüpfen scheint dir wirklich Spaß zu machen, Carl. Oh oh, hört sich an, als wirst du in deiner Basis gebraucht, Carl. Tschüss, Amber. Viel Glück beim Holi-Rennen. Das ist das Holi-Rennen! Oh oh, Carl, die Rennteilnehmer fahren direkt auf die Heuballen zu, die mitten in der Straße liegen. Du musst dir schnell überlegen, wie du sie da wegbekommst.
Walter, du schaffst es nie rechtzeitig, alle Heuballen wegzuräumen. Aber keine Sorge, Supertruck ist hier, um zu helfen. Supertruck, was für ein Fahrzeug kann das ganze Heu wegräumen? Ah, gute Idee. Jetzt kannst du die Heuballen ganz einfach bewegen, Supertruck. Na also. Oh, du meine Güte. Kinder, was macht ihr da hinten? Euer Spiel wirft die Heuballen auf die Rennstrecke. Supertruck hat recht. Es ist sicherer, wenn ihr euer eigenes Holi-Rennen auf dem Spielplatz veranstaltet. Die Rennteilnehmer sind schon fast da? Du hast recht. Sieht aus, als hätten wir nur noch ein paar Minuten. Was machst du jetzt, Supertruck? Oh, wow! Superdüsen! Jetzt kannst du dich superschnell bewegen. Schau, wie schnell er ist, Walter! Da kommen sie! Beeil dich! Alle Ballen sind weg! Wow, sie sind so schnell! Glückwunsch, ihr Rennteilnehmer! Ihr wart großartig! Du natürlich auch, Supertruck! Du hast wirklich den Tag gerettet! Genießt eure Holi-Feiern alle zusammen! Bis zum nächsten Mal! Wow, seht euch Jerry an! Ziemlich beeindruckend, oder Walter? Wow! Yikes, das war knapp! Oh, sieht aus, als bräuchtet ihr Hilfe. Lasst uns Supertruck zur Hilfe holen. Etwas stimmt nicht mit Jerry und Walter. Sie sehen nicht gut aus. Komm schnell. Da sind sie, Supertruck. Oh Mann, sieht aus, als bräuchten wir ein Fahrzeug, das sie gesund machen kann. Thank you.
Wow, ein super Krankenwagen. Sehr cool. Warum benutzt du nicht deine Lichter, um Jerry und Walters Augen und Rachen zu checken? Mord, Kappa. Weit aufmachen, Jerry. Nicht so gut, was? Balinda, Michumo. Was ist los, Walter? Keine Sorge. Supertruck will nur herausfinden, wie er dich wieder gesund machen kann. Richtig, Supertruck? Na also. Und jetzt A sagen. Hier auch? Und jetzt? Oh. Kappa. Ah, medizinische Masken. Gute Idee, Supertruck. Das verhindert, dass sich die Bakterien in Car City ausbreiten. Oh, die beiden sehen nicht gut aus, Supertruck. Oh nein, sie haben auch Fieber? Sieht aus, als müssten wir den ST-3000 für ein bisschen Extrahilfe benutzen. Keine Sorge, ihr zwei. Der Superkrankenwagen wird euch bald wieder ganz gesund machen. Ah ja! Auf niedriger Stufe wird der Gefrierstrahl sie abkühlen und das Fieber reduzieren. Genial! Aber vielleicht solltest du es vorher ausprobieren. Oh, das ist ein bisschen zu kalt. Du musst es auf jeden Fall runterdrehen, Supertruck. Viel besser. Okay, seid ihr bereit? Kein Grund, nervös zu sein. Supertruck wird sich gut um euch kümmern. Wow, seht euch das an. Klasse, Supertruck. Du hast das Fieber geheilt. Oh, Supertruck hat recht, Jungs. Ihr fahrt besser nach Hause und ruht euch ein bisschen aus. Gute Besserung. Hey, sieht aus, als wärt ihr wieder gesund nach eurer Pause. Und Walter lernt wirklich schnell. Sieht aus, als hättest du wieder mal den Tag gerettet, Supertruck. Gut gemacht. Viel Spaß, Freunde. Bis später. Guten Morgen, Lilly. Guten Morgen, Kinder. Wo fahrt ihr hin mit den Schutzhelmen? Oh, eine Exkursion auf die Baustelle. Wie lustig. Habt einen tollen Ausflug. Wow, pass auf. Yikes. Haltet euch fest, Kinder. Es ist niemand hier, um die Brücke wieder runterzulassen. Kannst du durchhalten, bis Hilfe da ist, Lilly? Gut, keine Sorge. Supertruck wird wissen, was zu tun ist. Karl, es gibt einen Notfall am Fluss. Lilly und die Kinder hängen auf der Brücke fest. Kannst du helfen? Super! Los geht's! Was machen wir nun, Supertruck? Gute Idee. Wir brauchen ein Fahrzeug, das über den Fluss fahren kann. Superboot, das ist perfekt.
Oh nein, er fällt. Schnell, Supertruck, fang ihn auf. Klasse, gefangen. Ah, er war jeder. Oh Mann! Beeil dich! Benutz dein Netz! Phew, das war knapp! Bist du okay? Oh oh! Supertruck! Lilly kann sich nicht mehr lange halten! Beeilung! Benutzt den ST-3000! Schnell! Du kannst den Telekinesestrahl nutzen, um die Brücke zu schließen. Yikes! Halt durch, Lilly! Schon gut. Probier's einfach nochmal. Wow! Du schaffst es! Gott sei Dank. Keine Sorge, ihr seid jetzt alle in Sicherheit. Da sind wir. Ich bin froh, dass ihr noch euren Ausflug machen könnt, Kinder. Ihr habt recht, Supertruck hat wirklich den Tag gerettet. Wie immer. Gute Idee, Supertruck. Vielleicht sollte das Baustellenteam lieber gleich los, um die Brücke zu reparieren. Viel Spaß, Freunde. Bis bald. Sieht aus, als würde das Baustellenteam Pause machen. Und Karl ist vorbeigekommen, um Volleyball zu spielen. Ups. Du musst besser aufpassen, Karl. Oh oh, jemand braucht Supertruck. Du fährst besser los, Karl. Karl, es gibt ein Problem auf der Rennstrecke. Jerry wollte durch den Superlooping fahren, aber Ben hat aus Versehen Kleber auf die Strecke geschüttet. Und Jerry ist drüber gefahren und steckt jetzt kopfüber im Looping fest. Du musst ihn retten, bevor er runterfällt. Der Kleber ist überall. Ben, pass auf. Das war knapp, Ben. Du hattest Glück, dass es nur ein Rad war. Du kannst auf dem Kleber nicht fahren. Sonst bleibst du auch stecken, Karl. Was meinst du, Supertruck? Was? Dieser Haufen Sand? Du sagst, wenn du den Sand auf dem Kleber verstreust, dann ist er nicht mehr klebrig? Aha. Wenn du meinst, aber wie bringst du ihn darüber? Haha.
dich, Jerry. Supertruck kommt, um dich zu retten. Klasse! Der Sand hat den Kleber neutralisiert und jetzt ist er nicht mehr klebrig. Ach du meine Güte! Schaut euch die Sonne an! Es ist super heiß heute! Oh nein! Die hohen Temperaturen schmelzen den Kleber! Jerry fällt vielleicht jeden Moment runter! Supertruck! Unternimm etwas! Gut gemacht, Ben. Du sagst, das sollte Jerry schützen, falls er runterfällt? Okay, wir können nicht einfach warten, bis er runterfällt. Er ist zu hoch, Supertruck. So kannst du ihn auf keinen Fall erreichen. Das funktioniert auch nicht. Ich glaube, es gibt nur ein was uns jetzt helfen kann. Der ST-3000. Ah, verstehe. Du willst den Laser benutzen, um den Kleber durchzuschneiden. Dadurch fällt Jerry runter in den Reifenhaufen. Genial! Aber sei vorsichtig, Supertruck. Du willst ja Jerry nicht mit dem Laser treffen. Fast geschafft. Ja! Bist du okay, Jerry? Ist irgendwas kaputt? Nein? Das ist gut. Was ist los, Jerry? Oh, du machst dir Sorgen, dass der Looping beschädigt wurde. Was machen wir da nur? Was, Supertruck? Du kannst es sauber machen? Aber wie? Gut gemacht, Supertruck. Du hast den Looping gesäubert. Jetzt kann Jerry wieder versuchen, durchzufahren. Richtig, Jerry? 3, 2, 1, los! Ja, er hat es geschafft! Hurra! Danke, Supertruck. Du hast wieder mal den Tag gerettet.